PC wäre so ein toller Content. Ja. Wenn ich es irgendwann mal durchspiele, kann ich das auch beurteilen. Ich glaube, ob das jemals passieren wird, weiß noch nicht. Mal sehen, wie oft Duft den WoW-Stream noch einlöst. Ich muss erstmal wieder sparen, ne? Das soll noch ein bisschen dauern. Ach was, das geht doch fix bei dir. Ja, ich versuche schon das Maximum rauszuholen, ja. Fox mit oder ohne Plüsch? Du hast die Qual der Wahl. Yay, Plüsch. Da sind meine Plüschohren. Okay. Lauschige Öhrchen. Ei, ei, ei. Ein Öhrchen. Zwei Öhrchen. Filtercam, okay. Warte. Ja, lass mich mal gucken. Habt ihr ja ein bisschen was. Die Frage ist, was nehmen wir? Folterke. Okay. Alles ganz normal hier. Aber eine richtig sexy Gurke. Oh ja, ich bin eine verdammt sexy Gurke. Ich bin ein kleines Gürkchen. 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 Ich bin ein Katzengürkchen. Die Öhrchen gucken ja so, also zumindest das eine Öhrchen guckt raus. Das habe ich nicht bestellt. Fox, das gab es gerade dazu, das stand im Kleingedruckten. Das denn, ey? Herr Ober, Herr Ober, da ist eine Fliege in meiner Suppe. Ja, was wollen Sie denn für 3 € und Marienkäfer? Herr Ober, Herr Ober, da ist eine Katze in meiner Gurke. Andersrum wäre es schlimmer. Sieht drüber nach, Ah, schön. Das PvP-Ding kann ich eigentlich rausnehmen, oder? Ja, das können wir gerade eh nicht machen. Deswegen. Dann darfst du es auch nicht wieder annehmen. Ja, ich weiß nicht mehr, wo ich das angenommen habe. Von daher. Das ist ein Primer, gibt es die Quest. Ah, okay. Dann gucke ich Was haben gleich wir denn hier nochmal. noch? Also ich kann jetzt einmal abgeben und dann irgendwo da hinten dann. Ja, im hinteren Teil auf jeden Fall dann noch. Und irgendwo hier oben bei dieser kleinen Höhle sind auch noch Quests. Dann, ich brauche eine einhändige Waffe. Kann ich Fox, mir das staatlich mit dem dazu? Haustier mache ich gleich. Ich will nur einmal kurz sicher stehen. Dann mache ich sofort das mit dem Haustier. Ihr haut jetzt gerade alle eure Punkte raus. Ist gut. Ich spare. Bei dir weiß ich, dass du sparst. Ja, ich bin jetzt momentan bei 93.000. Eieiei. Ja, ist schon halber wie Stream, ne? Ja, stimmt. So. Gleich gibt's auch die Haustierchen. Sobald wir oben angekommen sind. Ordner. Warum ist der Ordner da hinten?
Und... wo ist mein Desktop? Da ist Desktop. Zeig mir deine Ware. Und... Es gibt heute mal... Ja. Es gibt heute mal ihn. Tada! Klein Leo mit seinem Spielzeug. Und schon hältst du das unter der Runde. Was ein Zufall. Oh ja. Am geilsten sind diese Beinchen oder das Schwabbel, was da so runterhängt. Das ist das Geilste. Ich liebe den Filter. Aber da ist Kätzchen. Vor allem dieser Blick ist so süß. Da, guckt in sein Auge. Man sieht aber nichts mehr. Und dieses kleine Schwänzchen. Oh, er ist so süß. Mein Schatz. Ja, aber wirklich. Oh, wieso stehst du? Ja. Das ist die Gurkenkatze. Wie viel? Ich habe sogar ein bisschen HP verloren. Geil. Nein, damit meine ich nicht die HP im Spiel. Oh, ich darf jetzt Richtung zerschmetterte Hallen laufen schon. War eine Inni-Quest. Ja, Fortführung der Kampagne. Darf ich auch? Hallo. Darf ich auch? Unsere Zeit wird. E-Beams. Ja, wollen wir das machen? Okay. Können wir ja tun, ja. Aber jetzt brauchen wir, glaube ich, ein paar Renders, weil wir zu wenig Schaden machen, oder? Wird sonst sehr anstrengend, weil es Heiler, ja. Ach, was? Das heißt, diesmal über den Dungeon Browser. Entweder das oder wir machen das ganz gemütlich. Ich mach Schaden für 30. Das Schöne ist ja, du bist der Tank, das heißt, du bestimmst das Tempo. Richtig, machen das einfach ein bisschen entspannter. Ja, zerschmetterte Heilen ist an sich allgemein schon etwas härter. Aber einfach mal reingehen und gucken, würde ich sagen. Ja. Wir sind ja schon Level 20. Richtig. Nur durfte jetzt die Viecher mitleveln. Ach, Mist. Egal, die wissen da nichts von. Die wissen da nichts von. Wir erzählen es denen einfach nicht. Ja, genau. Erstmal das HP verloren. Geil. Mit der Guck jetzt ist der Bringer. Ja, was denn? Ich habe da unten eine HP-Leiste. Also nicht in-game, sondern wirklich da unten. Ich habe extra so ein kleines Ding eingebaut mittlerweile für die Streams. Ich bin jetzt quasi ein Bossgegner. Brauche ich für irgendwas levitieren? Also diese Levitation? Ja, wenn du runterfällst, dann klatscht du da nicht so hart auf. Ach so. Da, wo die Katze gerade rennt. Wo ist der Boss? Wir sollten ihn gleich nochmal hochborden. Das dauert das so lange. Bei dem Steinchen hier vorne können wir ihn porten. Okay. Aber. Wie auch immer das funktioniert. Ich hab jetzt noch, ich muss halt hier noch einen Boss töten, deswegen. Gucken, Daria oder was? Ja. So in etwa. Das haben wir, glaube ich, noch nicht, oder? Wo ist der Typ? Nee, das haben wir noch nicht. Also ich noch nicht. Nee, aber die Leiste geht halt runter, wenn ein Follow kommt. Ich glaube, wenn Subs kommen, bei einem Host. Bei irgendwas geht's noch runter. Warte mal. Beim Cheeren wahrscheinlich noch. Das kann sein. Ich gehe mal kurz dein Bearbeiten rein, da steht das dann nämlich. Dafür ist so nichts. Hype-Boss heißt das Ding. Ist, glaube ich, recht neu. Ja, bei Follow kriege ich 5 Schaden. Bei Bits kriege ich. Ich glaube, das waren 50. 50 Schaden, bei Sub 200, bei Donation 150 und bei Host 10. Popcorn, kleine Chips. Olifanten. Krieg hier ganz schön auf die Fresse.
Also wenn danke, mein Schatz. Wenn ich Full HP habe, habe ich 4000. Jetzt habe ich noch 3696, wenn ich es richtig sehe. Nee, 395. Keine Ahnung. Diese Zahl ist zu klein. Sehe ich tatsächlich gerade gar nicht. Also, wenn ich Full Life habe, oder wenn die Gurke Full Life hat, sind es 4000. Wo ist der komische Boss hier unten? Soll nur mal ein Boss sein? Hier den Hauptmann vielleicht? Warte, wo ist Gorax? Da ist oder Gorax. Auf der anderen Seite. Guck mal, da ist Gorax. Alter! Hilfe. Ich die schon wieder von nichts Ahnung hat. Ihr seid unter mir, ne? Ach, da. Ja. Wir sind unter dir. Soll ich hier oben warten? Ist ziemlich hoch, also. Soll ich hier oben warten? Ich frag für einen Freund. Probieren. Ja, vielleicht gibt der Dan Levitieren im Fallen. Ich muss jetzt noch den Typen looten und dann können wir eigentlich wieder hoch. Ja, deswegen frag ich. Soll ich noch? Ja, im Prinzip kannst du oben warten. Okay. Du kannst den Stein benutzen, der da irgendwo steht, um uns hochzuporten. Ja, das geht leider nur zu zweit, jetzt bin ich schon unten. Ach so. Also wir beiden müssen hochlaufen. Also bei mir geht's gerade, glaube ich. Ja, aber jemand muss auf das Portal klicken, was du da... Ach echt? Oh, okay. Ja, deswegen braucht man einen zweiten. Ich klicke. Okay. Okay. Das hätte ja klappen können. Popcorn, aber, geil. Aber wenn du jetzt mal von der hohen Kante springen willst, sagst du mir vorher Bescheid, dann klicke ich dich an und dann kannst du da runterschweben. Okay. Gurken essen kein Popcorn. Doch, Gurken essen Popcorn. Ja, das ist das Popcorn-Gurke. Alles klar, wir müssen eine Etage nach oben. Eine Etage nach oben? Ja, da wo die Gitter sind. Durch die Gitter mit Zartbitter. Oh ne, Zartbitter kannst du behalten. Das mag ich nicht so. Eine freie Bahn mit Marzipan. Juhu! Raus damit! Vorwärts zum Sieg! Mokka! Ja, hier sind viele Quests, ey. Oh ja. So ein bisschen, ne? Tabu. Diesmal sollte ich darauf aufpassen, ob meine Tierchen sterben oder nicht. Du musst nur Knochen ausmachen. Wo steht hier denn jetzt Knochen? Okay, das ist bei dir auf der Pet-Leiste gar nicht drauf. Warte mal, ich guck gleich mal kurz. Ja, drück mal P für die Zauber. Und dann hast du da unten noch so einen Reiter mit Begleiter. Das sind nochmal die Begleiterfähigkeiten. Begleiter. Knurren. Genau. Am besten ziehst du das in die Leiste von dem Begleiter unten. Und wenn du Rechtsklick machst, dann leuchtet das so automatisch. Ja. Die erste Fähigkeit, die ist so umrandet. Das heißt, das spammt dein Pad immer automatisch rein. Und bei Knochen solltest du in der Innie auf jeden Fall ausmachen. Okay. Weil das holt sich sonst die Aggro der Monster und wird verdroschen. Also ist es jetzt richtig, oder wie? Jetzt ist richtig, genau. Okay. Jetzt ist es aus. Okay. Und Rachenlist? Das kann an sein. Das ist, glaube ich, Damage. Glaube ich, die Standard-Schadensfähigkeit von dem Fett. Okay. Dann weiß ich zumindest, warum die Viecher vorhin... Ich glaube, deswegen sind die draufgegangen, ja. Haben den Falschen angebellt. Ja, dann sollte das auch passen, wenn ich hier mit zwei Pets arbeite. Vor allem die Fähigkeit habe ich aus Versehen ausgewählt, ne? Dass ich zwei Pets habe, die gleichzeitig kämpfen. Ist aber auch die coolste Fähigkeit. Ich hab's halt einfach... Vor allem, ich dachte halt so, ne, okay, was ist denn da? Und habe aus Versehen auf das Mittlere geklickt und dachte, oh, okay. Und dann habe ich mir nur erschreckt, oh, ich habe jetzt zwei. Na, okay. War das Richtige.
Aus Versehen. Der Raum ist, der ist gefährlich. Da sind sehr viele dicht bei Licht. Kämpfe am Boden! Weiß ich zumindest, wofür der Jäger gut ist. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Mit meinem Pettchen. Archie. Archie. Hey, da, ihr betreibt doppeltes Petting. Oh ja. Yeah. Oh, die Gurke kann ich gleich ausschalten. Kann die Gurke gleich ausschalten. Aber erst dir nach. Wenn Dufte dann 2 Sekunden wartet. Sonst bleib ich eine Gurke! Gurken an die Macht, das kommt automatisch Gegner. Richtig. Geht ganz schnell. Tada! Wir müssen ihnen den Vorteil rauben! In Position! In Position! In Fuchsstellung. Genau, in Fuchsstellung! In Fuchsstellung. Muss aber leider losbleiben, aber natürlich in der... Ja, danke, Fuchs. Besser orientiert. Halten Sie durch. Alles gut. Mit einer eben schnell unsichtbar gemacht. Das Gute ist, dass ich mich auch kurzzeitig heilen kann. Danke, Fuchs. Und vielen, vielen lieben Dank für deinen Lurk. Ach ja. Schön, so ein Ingi. So macht das Spaß. Ja, ne? That's me, ey. Ah. Das läuft noch ganz gut, der Kleine. Mal gucken, wie es später wird, ey. Ja, die Bosse wären, glaube ich, interessant. Vor allem der zweite, der hat Random Aqua. Dann ist das interessant. Der Angro. An den Tape. Ich sehe es, ich sehe es. Ja, die Mobs, die stunnen mich eine Weile und dann haben sie kein Interesse mehr an mir. Das ist ja mies. Ab und zu mal so 3-4 Sekunden Zeit ist noch vor euch gestellt. Kann ich den Stun mit meiner Läuterung wegmachen? Nee, den Tatsache nicht. Manche ja, aber den, die hier machen, nicht. Weil sonst hätte ich gesagt, sag mir Bescheid, sobald du schaffst. Ich sag dir Bescheid, wenn du mich einmal reinigen kannst. Die Mobs noch sozusagen HP. Ja. Dann wasche ich einmal den Troll durch. Das brauche ich auf jeden Fall, du. Kleine Trollwäsche gefällig. So, gucken hier. Große Gruppe. Immer musst du einen trollen. Ziehen wir mal hier ums Eck rum. Schild. War falsch gemacht. Was mal Angst an Jagen den Leuten da. Keine Zeit zum Schlafen. Auf in den Kampf. Pyzaruman. Oh ne, das war woanders. Keine Zeit zum Schlafen. Auf in den Kampf.
auf die Beine! Jo, interessant. Der nächste Gang wird auf jeden Fall lustig. Da ist eine Menge Gift unterwegs. Na toll. Spielverspannung. Oh ja, ab in die Gülle. Gülle, Gülle. Ach, das Ding. Ich erinnere mich. Da bin ich mich beim letzten Mal verlaufen. Du Schlürk. Alles klar, Masuna. Ich finde es immer nur faszinierend, wie schnell die Zeit umgeht. Ja, das ist schon krass. Oh. Angreifen und umsitzen. Nicht ganz einfach. Ja, hast du Halo 10 drin? Dann kann man das ja mal machen. Nee, habe ich tatsächlich nicht drin. Aber gerade geht doch alles noch. Wahrscheinlich stelle ich es heute Nacht an. So, jetzt muss man hier die Holzbalken hoch. Du sagst Holzbalken, was mache ich? Das Gegenteil. Euer Schmerz bereitet mir Bettelt um euer erbärmliches Leben. Ihr braucht nicht alles wiederholen. Ein armer Wicht am Boden. Los, holt euch den nächsten. Verschwendet keine Zeit mit ihm. Er ist schwach. Ich hätte ihn ohnehin umgebracht. Also bei dem muss man auch irgendwas machen. Irgendwas mit den Schalen vorne, glaube ich. Jetzt aus dem Kopf weiß es aber auch nicht. Wir werden sehen. Ich weiß noch, wo ich hier mit 50 einfach nur alles klein geklatscht habe. Das war noch Zeit. Ja, das sind die guten Zeiten. Ja. Einfach allein. Allein, allein. Allein, allein. Wir sind allein. Mal sehen, wie viele Lieder heute noch kommen. Also die Schalen kann man auf jeden Fall schon mal nicht anklicken. Den was? Die Schalen. Die Schalen. Kann man das gut nochmal so anklicken. Ah ja, okay, ja. Genau, die sind nicht anklickbar. Geh mal von aus nicht in dem Leuchten in der Stern. Toll, jetzt bin ich entsetzt. Nee, auf jeden Fall nicht stehen bleiben, da kriegst du auch Schaden. Gut, dass ich weit weg stehe. Bisher noch. Sagte ich ja bisher noch. Da ein bisschen drauf. Knapp. Oh, ich hab Angst. Ja, ich zwischendurch schon auch. Ab und an mal. Dunkle Wirbel. Der sieht böse aus. Ein bisschen, ja. Ich weiß nicht, ob der aufhört. Oder ob das jetzt so ein Enrage ist. So mal rauf von hier. Nochmal alles geben. Nein, mein Eberchen ist tot. Was? Wie
Das ist irgendwas. Muss irgendwas wiederbeleben. Ja, dein Pet wahrscheinlich. Ja. Der Drachenfallgilt. Der lag hier gerade im Dreck. Ja, das haben wir mit dem Eber getauscht. Irgendwas gekriegt, B. Amulett des großen Benutzen sammelt einen Brocken Teufelsblut aus den seltsamen Kohlepfannen. Achso, ja, das müssen wir, glaube ich, hier an den Pfannen machen. Muss man das Amulett für die Quest einmal benutzen. Sag ja, irgendwas musste man mit den Pfannen machen. Jupp, yep, das war's. Jupp. Stimmt, das hatte ich damals ewig lange gesucht, weil ich nicht wusste oder nicht verstanden habe, was ich machen sollte. Ja, man liest ja auch nie die Quest. Deswegen! Fuxi, Fuxi, taps, taps, taps. Oh, Popcorn. Eindringlinge haben die Verteidigung durchbrochen. Nicht so laut. Wir sind inkognito hier. Bogenschützen, formiert euch! Auf mein Zeichen! Muss hier so rumschreien? Zielen! Feuer! Mami, ich hab Angst. Geh drauf. Schneller tot, als ich anklicken kann. Mal rauf da. Immer rauf auf die kleinen Fregel. Ist so. Ja, aber mit Tab komme ich nicht so gut klar. Das komme ich in Final Fantasy schon nicht mit klar. Ein böser Schurke. Ich bin mit Maustaster rein theoretisch immer schneller als mit Tab. Der Schurke kriegt erstmal heiliges Feuer in die Fresse. Das geht halt beides, finde ich, ne? Ich weiß nicht, mit Tab habe ich irgendwie manchmal das Gefühl, war vor allem häufig in Final so, dass ich es dann trotzdem gar nicht anvisiert hatte, gefühlt. Dann. Ja. Oder wenn ich es dann anvisiert hatte, war es meist trotzdem schon tot. Ja, mit Klicken bin ich dementsprechend schneller, weil ich ja die Boss direkt schon habe. Tank benutze ich sehr viel die Maus bei FF, damit ich genau weiß, wenn ich gerade anklicke, wenn zum Beispiel eine AOE kommt, damit ich den treten kann. Ja gut, das stimmt. Aber mit den Dezen arbeite ich viel mit Tab. Nee, ich, wie gesagt, ich... Irgendwie... Also ich mache so eine Mischung aus beiden. Ich tappe eigentlich immer rum, es sei denn, es gibt irgendein wichtiges Target, das klicke ich dann an, damit ich es halt, ich halt nicht dauernd durchspammen muss. So. Es ist tatsächlich von MMO zu MMO unterschiedlich. In manchen nutze ich dann tatsächlich Tab, aber in FF und WoW eigentlich meistens immer Maus. Weil ich da sowieso immer direkt schon klickbereit bin. Für irgendwas.
merke immer wieder, dass das Zaubertempo noch nicht wirklich sehr hoch ist. Das geht ja noch höher mit Tempowertung, ne? Okay, die Zeturios haben wir, Quest ist durch. Geradeaus weiter. Da ist ein Bogen drin, da könnte ich gleich mal die geben, Fötchen, vielleicht kannst du den ja benutzen. Ja, könntest du machen. Schau gleich mal. Haben wir da irgendeine neue Fähigkeit gekriegt? Muss ich mir gleich mal durchlesen, was die macht. Oh, schön, dass nicht mehr dieses "Ich habe kein Ziel" einfach nicht mehr kommt. Das ist so toll. Es ist sehr angenehm, ne? Es ist so toll. Ja, ich bin auch froh, dass ich weiß, wie ich es ausschalte. Das war ja echt nervig. Auf Dauer extrem. Jetzt habe ich... Ach, das ist eine Falle. Scheinbar. Ich weiß nicht, wie ich sie, ohne dass ich die Taste gedrückt habe, benutzt habe. Aber okay. Was ist eine Eiskältefalle? Teerfalle. Die Eiskettenfalle habe ich schon. Ja, die slowt dann, ne? Die verlangsamt. Also die Teerfalle? Ja. Okay. Ich weiß gar nicht, ob die auch irgendwie Schaden macht oder irgendwie zusammenhalten. Ich auch mal ein Tempo. Dann wird das, sobald sich Gegner wird um 50%. Nee, scheinbar macht sie keinen Schaden. Ich habe jetzt zwar nur überflogen, aber ich glaube, die macht keinen Schaden. Nee, dann ist das später vielleicht durch irgendein Set oder irgendwelche Skillungen. Das kann sein. Da bin ich dann schon wieder raus. Da habe ich dann schon wieder keine Ahnung. Stimmt, und der Grund, warum ich keinen Tab nutze, in Final Fantasy visiere ich meistens die weit entfernten Gegner damit an. Und mir ist das schon öfters in Final passiert, dass ich dann dem Tank aus Versehen die Arbeit übernommen habe. Weil ich nicht gemerkt habe, dass ich die weit entfernten Gegner drin habe. Einer der Gründe, warum ich keinen Tab nutze. Fällt mir nämlich gerade wieder ein, wenn es mir eben beide wieder passiert wäre. Dann dachte ich nur so, nee, keine gute Idee. Reagieren die Tanks in Final sehr, sehr übel drauf. Jo. Kriegen sie Aggressionshusten. Mhm. Gut zu sagen. Irgendwo muss doch irgendein Schurke sein, der mich gleich haut. Huch. Aber was heute gut ist, ist nicht so ganz so warm. Ja. Bei uns ist es recht kühl. Ist sehr angenehm. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, wenn ich meistens dann aus Versehen einen anderen Gegner drin habe im Target durch Tab, der jetzt, ich sag jetzt mal, hier hinten steht und ich dann aus Versehen, weil ich nicht realisiert habe, dass der das ist, wenn ich den dann ranziehe, finden die Tanks nicht gut. Das Problem ist, das Mal akzeptieren sie nicht, dass es mal passieren kann. Die meisten werden dann richtig salzig. Naja, sag mal, es passiert halt mal. Und wenn es jetzt nicht irgendwie gruppengefährdend ist, ist das ja auch nicht schlimm. Ja, bei dem Boss ist wichtig, ich werde bei dem irgendwann zwangsläufig die Aggro verlieren. Der wird sich einen von euch nehmen und verfolgen und hauen wollen. Dann müsst ihr von dem wegrennen. Am besten hier so. Also kiten gehen. Ja, kiten halt, ne? Mhm. Bitte einfach die deutschen Begriffe, dann ist weiß wie, ich. Ist wie, als wenn man den Healer bei Segaschrei als kleines Opfer nimmt, beziehungsweise als Köder für die kleinen Viecher. Ja, Blechwärze, das weiß ich. Mit Tötungsbefehl. Das habe ich mittlerweile drauf. Ich versuche es immer. Wenn ich sehe, es ist bereit. Warum überlässt du nicht mir das? Bin ich für gewöhnlich immer direkt drauf. Wenn ich es mal nicht direkt mache, dann. Weil ich gerade Fokus auf was anderes habe. Aber in der Regel versuche ich, darauf zu achten. Aber trotzdem danke.
Wie gesagt, ich versuche da immer ein Auge drauf zu haben. Wir jemand anderes töten. Nee. Nicht fertig, Idiot! Arms Kitty. Der wird so rot. Ja, der ist sehr, sehr sauer. Ach, auch salzig, ja, verstehe ich. Ich muss selber heilen. Zack. Ja, muss man auch mal der Priester denken. Da kennt man ja einen Drehwurm. Ich bin auch nicht fertig, Idiot. Er ist eh schneller als ich, also bringt das Weglaufen halt gar nicht so viel. Ja, der, man, wenn man Sprintfähigkeiten hat, kann man ein bisschen Zeit rausholen. Aber hat ja gut funktioniert. Ne? Ja. Ich habe eine. Kommt auf den Drehmoment an. Das alles. No. Droppt auch einen schönen Zweihandkolben, ne? Also der sieht auch so aus wie die, die Keule, die er hat. Der hat gar keinen Loot für mich, leider. Diesen Gegenstand in der... Daria hat Schuhe bekommen, glaube ich, oder? Ja. Stoffschuhe. Vielseitigkeit. Stoffschuhe? Ja, da wird der Priester hellhörig. Ich habe eh noch einen Bogen für sie. Das wird sie haben, die Schuhe. Wo ist der Bogen? Ich weiß nicht, ob du das mit dir anfangen kannst. Aber der Bogen. Aber ja, Schüchchen würde ich nehmen. Eigentlich nicht, nein. Wieso haben wir noch einen tollen Tausch? Oh ja. Und ich hatte die Vorlage noch nicht. Sehr gut. Die Schuhe sind eindeutig besser als die, die ich vorher hatte. Ja, Bogen auch. Wir nicht mehr, das wurde von einiger Zeit gefixt. Tab nimmt jetzt priorisiert nur noch nahezu. Bin ich der Einzige, der hier hängen bleibt? Oder könnt ihr hier hochlaufen? Okay, bleibt doch hängen. Ich komm hoch. Gestern, by the way, nur einen persönlichen Rekord beim Clear Rank erreichen, DBD. Sehr cool. Nice. GZ? Ich muss auch mal wieder DBD spielen. Ja, DBD hat sich ja jetzt auch stark verändert im letzten Patch. Also zuletzt habe ich es ja mit Kitty gespielt. Und ja, ich und meine wundervollen Survivoren. Ja. Also meine Runden waren tatsächlich gut. Ich glaube, zweimal durfte ich auch entkommen. Ja, da hat mich der Killer auch entkommen lassen. Die Killer haben dich dauernd gehen lassen. Ich war halt Liebling aller Killer. Kann ich ja nicht mehr. Ich war halt süß und knuddelig. Also die haben einfach nur gerochen, dass ich eigentlich Mainkiller bin. Ja, auf DBD hätte ich auch mal wieder Lust, aber halt eher in der halb bis vollen Runde. Ohne Randoms. Ja. Du wirst der Liebling von allem, was ich töten will. Oh ja. Warte. Wie gesagt, ein Auftragsmörder. Wir schlendern einfach mal so lang. Ja, das ist das Gift, was die Schurken haben. Ja. Schau mich einfach an. Als ich spiele in bin und ich kann auch noch Leute auftreiben, wenn es voll ist. Alles gut. Also, ich glaube, ab 11.09. wird es wieder vorkommen, dass wir öfter DVD spielen. Weil Kumpel dann auch wieder dabei ist. Und
dann kann das auch wieder öfter stattfinden. Dann gibt's wieder öfters Together Games. Und auch DBD. Das wird toll. Freue ich mich tatsächlich drauf. Wenn es so voll wird, mache ich euch den Killer. Das ist auch noch gut. Wobei ich Angst habe, wenn du Killer bist. Ich bin wahrscheinlich so lange schon nicht mehr, dass ich voll raus bin aus dem Killer. Ey. Ich kann es mit dem gar nicht mehr. Ich kann Killer gar nicht spielen. Also. Ich werde euch das Fleisch von den Killer ist irgendwie. Kommt mal ein bisschen in den Raum rein, da kommen gleich Ads von hinten. Oh. Ah ja, mein Schweinchen lebt auch noch. Ich hab mein Schweinchen gerade nicht mehr gesehen. Ja, bei der Hitze ist es gleich ein Grillschwein. No, mein armes Schweinchen. Oh.